Der Psychoanalytiker. Also jetzt kommt hier auch noch irgendwas anders. Dr. AJ Hill. In diesem tollen Spiel, wo ich mich jetzt schon zweimal erschreckt habe und wir spielen Bevor noch wir nicht mal eine beginnen, Viertelstunde. sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden Oh! hast. Den Also kennen wir niemand kann alle. ändern, was da passiert Wie ist. heißt denn der Das liegt nochmal? außerhalb Falls ihr unserer seinen Namen Kontrolle. wisst, Das musst du bitte in die akzeptieren, um Kommentare. weitermachen zu Bitte. können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig. Sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst einen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Also wir nehmen uns dann mal diese Karte. Was ich dabei fühle, also ein Haus mit so einer Vogelscheuche. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Ich bin glücklich, ich bin nervös. Auf jeden Fall bin ich nervös. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Wer Und ist denn bei was so einem daran Bild macht schon dich glücklich? denn Die Vogelscheuche. Definitiv die Vogelscheuche. Ich glaube, das antworten auch fast alle. Ich verstehe, Was würdet ihr antworten? verstehe. Schreibt es in die Kommentare. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Nein. Beispiel? Definitiv nein. Ach nein? Warum? Ich wäre einsam, ich hätte Angst. Ja klar, hätte ich Angst. Ich bin der größte Schisser vor dem Herrn. Ist da denn noch etwas auf dem Bild, das dir Angst macht? Ja, und zwar diese große Scheune. Interessant. Verschieben wir das Erforschen der Tiefe deiner Ängste doch aufs nächste Mal. Für heute ist die Zeit leider um. Okay. Ziemlich crazy, der Typ. Er macht mir auf jeden Fall auch Angst, definitiv. So, jetzt hier nochmal Sony Computer Entertainment. Warum auch immer man das nochmal hier einstellt, jetzt kommt Musik. Deswegen wird wahrscheinlich auch das Video dann gesperrt. Das ist Supermassive Games. Until Dawn. Ja, bisher, also ich habe mich schon im Tutorial erschreckt und das nicht zu wenig, also wo der Feuersprucker da auf einmal stand und auch wo der Hirsch, es müsste ein Hirsch gewesen sein, da habe ich mich schon ganz gut erschrocken. Wir schauen uns hier noch so ein bisschen diesen Intro, das Intro. Den Einspann an. Oh, das ist auch schon alles ein bisschen gruselig. Und oh ja, diese Puppe, ne? Das ist auch so ein typisches Sinnbild des Horrors. Diese Puppe mit nur einem Auge. Oder so eine alte, vergammelte Lampe. Definitiv bitterböse.
Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillingen. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts hin, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Yeah! Ja, der Typ möchte das trotzdem durchziehen. Was auch immer da genau passiert ist. So, 10 Stunden bis zum Morgen. Erstes Memento Mori. Sag mal, das bedeuten mag. Oh, da ist schon wieder der Kerl hier mit dem Messer. Warum auch immer der schon wieder da ist. Sam, Hannahs beste Freundin, umsichtig, abenteuerlustig. Okay. Also, Hannah ist ja auch gestorben. Und Sam. Hallo? Ist am Start. Ist jemand hier? Man hat direkt schon Schiss. Sie ist auf dem Weg zur Seilbahnstation. Wir müssen sie natürlich jetzt hier steuern. Du kannst ja rechte Sekunde nutzen, um die Kamera zu bewegen. Ja, das funktioniert aber auch nur so ein bisschen. Also da oben blinkt irgendwas. Also das ist mehr so filmtechnisch aufgebaut. The gate busted, climb over. Oh, was? Das Tor ist kaputt, klettere war. Verdammt. Gut. Oh, scheiße, lassen wir's. Ja, kletter mal. Schnucki Putzi. Will sie nicht.
Da möchte sie scheinbar nicht drüber klettern, also wird jetzt hier erstmal so ein bisschen geguckt. Da ist eine Mauer, da blinkt was auf, da können wir hochklettern und das machen wir dann auch. Wir machen die sichere Variante. Die auch nicht so lange, die dann ja doch lange dauert, aber eben sicherer ist. Wir müssen hier immer so ein bisschen so klicken. Bin ich jetzt auch nicht so schlecht beschäftigt ein so. Das Ganze ähnelt so ein bisschen so dem Life is Strange Geschichte. Vom Spielcharakter her. Aber das hier ist dann doch schon ein bisschen aufregender. Ich habe schon Gänsehaut.